Man kann Mobilgeräte schnell laden, indem man die Anschlüsse fingert. Dokuda? Doku ni? Hallo und danke fürs Einschalten zu meinem Review von Isekai Maoto Shokan Shoujin no Durei Mujutsu oder auch Hanotsu Samurai Demon Lord Episode 20 oder Staffel 2 Episode 8. Oto Rayo. Bevor es losgeht, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, wenn du ebenfalls so wie ich Alicia fast vergessen hast. Und Mann, bei den Soldaten am Anfang dachte ich mir wirklich, dass Diablo tatsächlich kämpfen wird müssen, wo meine Angst schon war, wie er das machen soll, so in close distance. Da ist er nicht besonders gut, irgendwas, ja, reißen zu können, hat man gesehen im Kampf gegen Baduta. Aber dann kam halt eben zum Glück Alicia und das Ganze hat sich halt komplett verflüchtigt. Was aber noch geblieben ist, ist das diverse Drama. Gut, das eine war schon am Anfang mit Rem, wo ich mir schon dachte, garantiert, das ist sicherlich nur ein Joke, da kommt noch irgendwas und dann ist mir selbst wieder eingefallen, ah ja stimmt, die wird ja relativ schnell reisekrank, von daher macht das irgendwie Sinn. Und das zweite, ich nenne es jetzt mal Drama, war die Szene mit Alicia und Diablo, wo ich ihn, ich weiß nicht, fast schon teilweise verstehen kann, wie er reagiert, weil ich muss sagen, ich sehe Rem und Shera schon als seine Hauptwaifus an. Ich finde, wie ich schon mal erwähnt habe, ich glaube im letzten Review, wenn da irgendwann mal was laufen sollte, dann zuerst mit den beiden, beziehungsweise zusammen mit Rose, aber dazu komme ich noch. Weil ich bin halt echt schon gespannt, was da noch wirklich so passieren soll in den wahrscheinlich nur noch übrigen zwei Episoden. Denn der Haupttempel erinnert schon stark irgendwie an ein Gottespalast an Dragon Ball. Oder? Was sagst du? Wie findest du es? Was glaubst du könnte so passieren? Gerne ab damit unten in die Kommentare. Und wie immer, falls du es noch nicht getan hast, kannst du wie immer gerne eine Bewertung da lassen. Und ich habe auch Patreon. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich finde es noch immer mehr interessant, dass Alicia hier noch immer so extrem diabolisch und ich will die Welt brennen sehen veranlagt ist und fast noch mehr, dass sie so extrem committed zu Diablo ist und es schafft mit Rose gut auszukommen, die ihren My Master komplett beschützen will. Was schon, ich muss sagen, teilweise ein bisschen zu weit geht, aber wenn man bedenkt, warum sie geschaffen wurde, könnte man das auch irgendwie rechtfertigen. Ich hoffe halt nur, dass das Ganze nicht in eine Extremheit ausartet. Weil so, die Szene, vor allem wie sie gelöst wurde zwischen den beiden, also Alicia und Rose, war schon ganz okay, hat man machen können, hat definitiv zur Unterhaltung beigetragen. Genauso wie die Szene mit Rose und Horn, was wahrscheinlich auch ein bisschen Foreshadowing war, vor allem wenn man dann betrachtet, dass Horn gegen Ende auch weggelaufen ist, was umso mehr zeigt, dass sie wahrscheinlich unbedingt stärker werden möchte und mehr hinbekommen möchte. Aber ob das Rose jetzt einfach zulässt, nachdem sie nicht sofort Ja gesagt hat? Und vielleicht, nur vielleicht, basierend auf Roses Charakter und was sie davor gesagt hat, eben dass sie eigentlich nicht davon erzählen möchte, dass sie es jetzt eben gar nicht mehr zulässt, dass Horn stärker wird. Wobei, wenn Diablo dann sagt, tu es, wird sie es wahrscheinlich machen und dann wäre doch Horn ebenfalls versklavt, weil genau das macht er eigentlich das Halsband im Großen und Ganzen. Nur so ein bisschen mehr so 2.0 Version, weil weder Shera noch Rem haben einen großartigen Buff bekommen durch die Versklavung von Diablo, als er den Zauber damals umgedreht hat. Und ja, mit damals meine ich die erste Folge. Und apropos Versklavung, jetzt wurde endlich geklärt, warum Rose immer in der Nähe von Diablo ist, damit sie sich aufladen kann. Was dann zu dieser extrem komischen Situation geführt hat mit ihm und Rose. Aber die erste Frage, die ich mir in dem Szenario gestellt habe, wo er eben aufgewacht ist, ist, kann Diablo überhaupt gut schlafen? Schläft er nicht vielleicht etwas komisch? Mit folgender Begründung. Erstens, allgemein komplett anderes Umfeld. Zweitens, extrem großes Zimmer. Und drittens, sein immer weiter wachsender Harem, vor allem seine ersten beiden Waifus, wenn man Rose nicht als die erste sieht, fehlen hier einfach. Da fehlt doch was im Bett und ich denke mir so, das muss doch ungewohnt sein für ihn, dass er da einfach so schlafen kann. Aber naja, er hat auf jeden Fall gute Gründe zum Aufwachen und ich dachte mir wirklich nur, okay, wird die Diablo ja gleich was hinten reinstecken? Ich würde es feiern und zweitens, die ganze Zeit, als die Szene abging, einfach so übelster Fremdscham und etc. etc. war mein Gedanke immer nur, das ist ein Anime und kein Hentai. Das ist ein Anime und kein Hentai. Das ist ein Anime und kein Hentai.
Aber immerhin Props an Rose, dass sie 120% schafft. Ich schaffe normalerweise immer nur 69. Außerdem hätte ich mir ebenfalls nicht gedacht, dass der Bischof oder eher Erzkardinal Bischof, so reagiert, wie er reagiert hat beim Haupttempel. Weil alles Lumakinen, der die Beweise gegeben hat, war einfach nur so, ja, alles fake. Und das mit so extremer Confidence, mit so viel Selbstbewusstsein, wo ich mir fast schon dachte, glaubt ihm das jeder der Gläubigen hier? Ich meine, der eine Typi auf jeden Fall. Ich sag's euch, der eine Gläubige da, dem wird sicherlich noch irgendwas abgehen, weil so bezüglich wie der ist, der ist fast schlimmer als Lumakina, der wird sicherlich noch wegen was Böses für irgendeine Teufelsaustreibung irgendwelche OP-Haftigkeit benutzt. Jetzt abgesehen von Lumakina, was im Opening gespoilert wird, das ist so jetzt mal meine Prediction für die nächste Folge. Man kann Mobilgerät, oh Mann, bei den Soldaten am Anfang, die wieder relativ schnell reisekrank. Ich muss schon sagen, ich sehe Rem und der, was auch wahrscheinlich ein bisschen Vorschau. Okay, das war's mit dem Review. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben und einen Abo da. Glocke drücken nicht vergessen. Ich habe auch noch einen Patreon-Account. Link ist unten in der Videobeschreibung, falls du mich dort ebenfalls unterstützen möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.